Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wir freuen uns heute, mit euch die Serie fortführen zu können, liebe Geschwister, über die wundervolle Geschichte unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Und wir waren das letzte Mal angelangt, wo wir über den Zustand des Gesandten sallallahu alaihi wasallam und den Muslimen gesprochen haben, als sie in die Stadt Medina gekommen sind und sich langsam dort gefestigt haben. Und walhamdulillah rabbil alamin, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen die Tore von Medina geöffnet. Wie ihr wisst, liebe Geschwister, wurde der Prophet sallallahu alaihi wasallam aus Mekka mehr oder weniger vertrieben und er verließ Mekka mit den Sahaba radiyallahu anhum, seine Heimatstadt, die er geliebt hat, dessen Umgebung er kannte und die Stadt, in der viel Baraka, in der viel Segen von Allah subhanahu wa ta'ala steckt. Aber Allah azza wa jal hat bestimmt, dass die Götzendiener es nicht gut meinten mit den Muslimen und sie waren drauf und dran, die Muslime zu töten, einschließlich des Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welch üble Herzen, verdorbene Herzen, die aber teilweise natürlich vorhanden waren unter den Qurayshiten. Nicht alle hatten diese Herzen gehabt, aber eine Gruppe, die sich besonders darauf festgelegt hat, den Gesandten sallallahu alaihi wasallam zu töten. Aber Allah azza wa jal, er schützt, wen er will. Und die Offenbarung wurde geschützt, denn der Gesandte sallallahu alaihi wasallam machte dort die Dawah um jeden Preis. Und er wich nicht zurück von seinem Platz und auch nicht von seiner Aufgabe. Und das ist die wundervolle Botschaft, in der Allah subhanahu wa ta'ala, der Allmächtige, sagt: Ya ayyuha ar-Rasul, balligh ma unzila ilayka min Rabbik. O du Gesandter, verkünde das, was dir von deinem Herrn offenbart worden ist. Das ist deine Aufgabe. Am Ende der Aya sagt Allah Azza wa Jal, Wallahu ya'asimuka minan nas. Allah wird dich aber vor den Menschen schützen. Und so sage ich es dir, o Diener Allahs, wie Allah dieses versprochen hat, mach deine Dawah auf deine Art und Weise, was Allah subhanahu wa ta'ala dir leicht gemacht hat. Es gibt Dawah, die braucht mehr Wissen als eine andere Dawah. Jemand, der nur Bücher verteilt, macht auch Dawah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Aber jemand, der Unterrichte gibt, braucht ein ganz anderes Wissen. Und jemand, der noch Leute ausbildet, braucht nochmal ein anderes Wissen. Aber Alhamdulillahi Rabbil Alamin, das Feld der Dawah ist riesig. Jeder von uns findet einen Platz darin. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte diese Aufgabe, diese Botschaft zu verkünden. Und merke dir immer, wie die großartigen Salaf das Wort Islam definiert haben: Min Allahi Risala wa ala Rasulihi al-Balagh wa alayna al-Taslim. Von Allah subhanahu wa ta'ala kommt die Botschaft. Das ist eine Botschaft von Allah, nicht von mir und nicht von dir. Und daher müssen wir diese Botschaft respektieren, akzeptieren. Und wir dürfen niemals etwas an dieser Botschaft ändern, komme was will. Denn diese Botschaft gehört nicht uns Menschen, einer Gruppe von Menschen. Weil manche Leute kommen zu dir in der heutigen Zeit, sie sagen dir indirekt, änder den Koran. Komm mit einem anderen Koran, wie die Mushrikun, die Götzendiener zum Propheten sallallahu alaihi wasallam sagten, und Allah hat das im Koran erwähnt: I'ti bi Quranin ghayri hadha aw baddil. Komm mit einem anderen Koran. Bedeutet, wo uns erlaubt wird, Al-Lat anzubeten, Al-Uzza anzubeten, bedeutet die Götzen, kommen uns mit so einem Koran, wo wir die Freiheit haben, den anzubeten, den wir anbeten möchten. Aw baddil. Oder änder ihn, mach die Ayat, die eine Sache für haram, für verboten erklären, mach, dass dieses für uns erlaubt ist. Die Zinsen sollen für uns erlaubt sein.
Der Alkohol soll für uns erlaubt sein. Die Zina soll für uns erlaubt sein. Wehe dir, dass du mit einem Koran kommst, der uns in unserem Leben einschränkt und wir dieses nicht mit Zufriedenheit akzeptieren können. So war ihre Aufforderung, als ob der Koran vom Propheten sallallahu alaihi wasallam geschrieben wurde. Als ob er die Verfügung über diese Religion hat. Als ob der Prophet sallallahu alaihi wasallam entscheiden könnte, ob er etwas am Koran ändert oder nicht. Dieses ist nicht seine Sache. Schau, welche Stellung er bei Allah azzawajal hat. Wa ala rasulihi al-balagh. Seine Aufgabe ist nur zu verkünden. Wa alayna taslim. Uns obliegt nur zu gehorchen. Ihr werdet immer wieder Leute sehen, liebe Geschwister. Und das ist der Grund, warum sie uns abgrundtief hassen und unsere Religion hassen und vor allen Dingen den Koran, weil er ihnen das verbietet, was ihre Lebensgrundlage ist. Weil er ihnen das verbietet, was ihre Lebensgrundlage ist. Aber subhanallah, haben Sie einmal darüber nachgedacht, dass die Gesetze Allahs, die Religion Allahs das perfekteste ist für den Menschen, um auf zufriedene und beste Art zu leben? Darüber haben Sie nicht nachgedacht. Sie haben vielmehr darüber nachgedacht, das schränkt uns ein, das schränkt uns ein. Aber subhanallah, das, was euch einschränkt, ist es nicht dasselbige, was euch auch einen Schaden zufügt? Darüber haben Sie nicht nachgedacht. Und schaut in unserer heutigen Zeit. Corona-Regel hier, Corona-Regel dort. Sie nehmen alles auf. Sie hinterfragen nichts. Das ist die Regierung. Sie wollen nur unser Bestes. Wenn ihr glaubt, dass die Regierung das Beste will, dann solltet ihr noch mehr glauben, dass Allah für euch das Beste will. Aber das eine wird nicht hinterfragt. Aber Allah, der Schöpfer, der Mächtige, der Herr über alle Welten, er wird hinterfragt, warum dieses Gesetz und jenes Gesetz. Und ihr werdet immer wieder diese verdorbenen Herzen sehen, liebe Geschwister, die im Internet sich breit machen und versuchen, unseren Namen schlecht zu machen. Warum? Weil der Islam von uns so verkündet wird, wie er auch auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam herabgesandt wurde. Es ist unsere Aufgabe, das nur zu übermitteln. Und wenn sie uns angreifen, dann greifen sie Allah und seinen Gesandten an. Denn diese Religion, wie gesagt, ist nicht von uns verfasst worden, ist nicht von uns bestimmt worden, sondern von Allah Azza wa Jal, den Allmächtigen. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat sie auf beste Art und Weise verkündet. Und ich möchte dir nur sagen, Wallahu ya'simuka minan nas, Allah wird dich vor den Menschen schützen, bedeutet, solange du diesen Weg beschreitest, dass du diese wundervolle Religion von Allah subhanahu wa ta'ala verkündest, ohne diese Religion zu verraten, wie viele Verräter in dieser heutigen Zeit leben, möge Allah azza wa jal uns vor ihren Herzen bewahren, so wirst du vorfinden, dass Allah dich immer schützen wird. Und ich könnte dir tausende von Geschichten erzählen, meine persönlichen Erlebnisse, aber nimm es so hin, Allah spricht die Wahrheit und er subhanahu wa ta'ala schützt uns, wo auch immer er uns schützen möchte. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht von dieser Welt gehen lassen, bis er mit uns zufrieden ist. Allahumma amin. Höre, o Diener Allahs, die gefestigte Stellung des Propheten sallallahu alaihi wa sallam war eine Bereicherung für alle Leute. Und man hat gesehen, dass wenn der Islam die Freiheit bekommt, dass er zu dieser wunderbaren Religion rufen kann, so wirst du sehen, dass die Anhänger viele sein werden. Aber nicht nur das, nicht nur dieser Zustand. Wenn auch der Islam bekämpft wird, so siehst du, dass ebenfalls die Anhänger vom Islam immer mehr und mehr werden. Und das sehen wir in dieser heutigen Zeit. Subhanallah, wie sehr wird der Islam angegriffen. Und eigentlich jeder, der nur etwas Wahrheit, ein Körnchen Wahrheit, ich möchte nicht einmal sagen, ein Dirham an Wahrheit, ein Körnchen an Wahrheit in seinem Herzen besitzt, er sieht, dass diese Religion speziell von den Menschen angegriffen wird. Warum? Weil sie die schnellst wachsendste Religion ist. Und weil das die einzige Religion der Wahrheit ist. Und weil die Leute, die diese Religion selber für sich bestimmen, sie haben das Gute in dieser Religion erkannt. Und daher kämpfen sie gegen diese Religion, direkt oder indirekt, aber seht, die Anzahl wächst immer mehr. Mittlerweile selbst in Statistiken findet man vor, dass die Anzahl der Muslime bei 1,9 Milliarden oder sogar bei 2 Milliarden liegt. Allahumma zid wa barik ya rabbal alamin. Allah subhanahu wa ta'ala wird sein Licht vollenden.
ein Versprechen von ihm. Yuriduna li tufi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Sie wollen Allahs Licht, bedeutet seine Religion, mit ihren Mündern auslöschen. Aber Allah wird seine Religion, subhanahu wa ta'ala, bewahren, schützen, wenn es auch den Ungläubigen zuwider ist. Versprechen. Versprechen, auf das du bauen kannst. Und ich wundere mich über Leute, die Möglichkeit haben, mit dieser wunderbaren Religion zu leben und zu sterben und in jedem Fall ein Sieger zu sein, als Sieger hervorzugehen. Ich wundere mich, dass diese Leute diese Religion, diesen Weg der Sieger mit dem Falschen eintauschen. Das bedeutet, dass Allah Azza wa Jal nichts Gutes in ihren Herzen entdeckt hat und deswegen hat er sie in die Irre geführt. Möge Allah Azza wa Jal uns alle auf einen geraden Weg belassen und möge Allah Subhanahu wa Ta'ala uns nicht von diesem Weg abirren lassen. Allahumma Amin. Liebe Geschwister, ihr solltet wissen, die Muslime sind nicht freiwillig aus Mekka herausgegangen. Und davor wurden sie getötet, gefoltert, misshandelt. Und dieses hat sich eine lange Zeit erstreckt. Und wir haben schon die Geschichten darüber erzählt in den früheren Unterrichten. Und ich bitte euch immer, liebe Geschwister, befasst euch gerade in so einer Zeit mit der Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn es stärkt euren Iman und es lässt euch die Wahrheit noch klarer sehen. Denn in diesen Beispielen haben wir das Beispiel derjenigen, die immer den Islam schon bekämpft haben. Aber sie sind immer Geschichte geblieben und der Islam ist immer als Sieger hervorgegangen. Die Sahaba radiallahu anhum mussten eines Tages raus aus Mekka. Ihr Vermögen haben sie gelassen, wie Suhaib al-Rumi radiallahu anhu arda, als er sich ein bestimmtes Vermögen aufgebaut hat in Mekka. Und er ist zugezogen irgendwann nach Mekka. So sagten die Quraischiten, du bist arm nach Mekka gekommen und du willst reich aus dieser Stadt herausgehen, ohne dass du uns um Erlaubnis bittest. So sagte er, was wollt ihr von mir? Als er erfahren hat, es war nichts anderes als Geld, welches sie von ihm wollten, so hat er ihnen mitgeteilt, wo er sein Geld gelagert hatte. Und dafür haben sie ihn die Hijra, die Auswanderung, vollziehen lassen. Subhanallah. Aber Allah Azza wa Jal hat ihnen ein Zeugnis gegeben. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بِتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. Und unter den Menschen gibt es manche, sie opfern. Was haben sie geopfert? Was hat Suhaib al-Rumi geopfert? Sein gesamtes Geld. Wofür? Um noch mehr Geld zu bekommen, um die Hijra, die Auswanderung zum Propheten sallallahu alaihi wasallam zu vollziehen. Schaut, wofür ein gläubiges Herz lebt und wofür ein Dunya-Herz lebt, der nur nach noch mehr Geld trachtet. Suhaib al-Rumi war bereit, Allahu alam, vielleicht hatte er Millionen gehabt, er war bereit, sein gesamtes Vermögen in Mekka in den Händen dieser Verbrecher, den Quraischiten, zu lassen, nur um die Auswanderung zum Propheten sallallahu alaihi wasallam zu vollziehen. Als er nach Medina ankam, wer ist Suhaib al-Rumi? Er war noch in Mekka. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wusste nichts über den Hintergrund, wie er rausgekommen ist aus Mekka. So kam er zu ihm und sagte, Rabih al-Bay'a, ya Abu Yahya, o Abu Yahya, dein Handel war erfolgreich, dein Handel war erfolgreich. Woher wusste Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dieses? Das war in Offenbarung von seinem Herrn. Und Suhaib al-Rumi radiallahu an, sein Name wird uns immer ein Begriff sein. Denn wenn auch immer du etwas verlässt für Allah, unterstreiche für Allah, wenn es auch schmerzhaft ist für dich, Allah wird dir etwas Besseres geben. Man taraka shay'an lillah, awadahu Allahu khayran min. Das ist eine Regel bei uns im Islam. Wer etwas für Allah, das ist das Allerwichtigste, verlässt, so wird es Allah subhanahu wa ta'ala ihm durch Besseres ersetzen. Eine Regel, wenn wir sie in unserem Leben umsetzen würden, würden wir weniger Bauchschmerzen und würden wir weniger Kopfschmerzen haben, wenn wir Dinge verlassen, die uns zwar lieb sind, aber die Allah Azza wa Jal nicht lieb sind. Möge Allah Azza wa Jal uns unsere Herzen in Richtung Allah Subhanahu wa Ta'ala schlagen lassen. Medina war nun die neue Stadt der Muslime.
Und sie haben sich gestärkt und ihre Dawa ging immer voran, bis sie die Herzen von vielen Menschen erobert haben. Und eines Tages hörte der Gesandte Muhammad, als ob du heute noch nicht einmal die Salawat gesprochen hast, sallallahu alaihi wasallam, dass die Quraishiten auf ihrer Handelsreise von Asch-Scham wieder zurück nach Mekka reisen. Und hier sollten wir über eine Sache Bescheid wissen, liebe Geschwister. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam und die Sahaba haben ihr gesamtes Vermögen in Mekka gelassen. Sie wurden praktisch bestohlen von den Quraishiten. Man hat ihnen ihr Hab und Gut weggenommen. Und nun schien eine Chance zu sein, dass wenn sie zurückkehren und an den Propheten sallallahu alaihi wasallam vorbeigehen mussten bei ihrer Reise zurück nach Mekka, nun schien die Chance zu kommen, dass die Muslime sich auch wieder ein Teil von ihrem Vermögen zurückholen konnten. Wem gehörte das Geld? Es gehörte den Muslimen. Wer hat es ihnen geklaut? Die Quraischiten, die Mekkaner, die Götzendiener. Und so haben die Muslime wachsam verfolgt, wo genau die Karawane langzieht. Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam Leute beauftragt hat, dass sie sich damit beschäftigen, zu verfolgen, welchen Weg diese Karawane ging, so hat er zu den Sahaba radiallahu anhum gesprochen. Und das war alles, bevor die Schlacht von Badr beginnt. Das sollten wir wissen, liebe Geschwister. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam war nicht vorbereitet auf dieser Schlacht. Und er ist nicht an diesem Tag herausgezogen, um einen großen Krieg gegen die Quraischiten zu führen. Nein, vielmehr wollte er diese Karawane stoppen, damit sie sich auch ein Teil von dem Vermögen zurückholen, der ihnen zuvor geklaut wurde. Und subhanallah, es wurde gesagt, die Karawane hat viel an Vermögen an diesem Tag mitgetragen. Über 50.000 Dinar. Und es wurden extra 40 Leute bestellt, die nur diese Karawane bewachen, damit keiner sie überfällt. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam war sehr wachsam gewesen. Er hat die Schritte genauestens verfolgt, welchen Weg geht diese Karawane, damit er auch zu einem günstigen Zeitpunkt zuschlägt, alaihi salatu wasallam. Liebe Geschwister, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, als er beobachtet hat, so war Abu Sufyan, der damals noch kein Muslim war, sondern er war einer der Anführer der übelsten unter den Kuffar. Dieser Abu Sufyan hat die Leute angetrieben, sie motiviert, den Islam zu bekämpfen. Und er war einer der Führer. Aber später hat Allah subhanahu wa ta'ala ihn recht geleitet, so dass der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam sogar sagte, man dakhala bayta Abi Sufyan fahuwa amin. Wer das Haus von Abu Sufyan betritt, so wird er in Sicherheit sein. Allahu Akbar. Wie die Religion die Stellung von einer Person ändert, von einem Feind Allahs, der zuvor nur durch die Bestimmung Allahs, nicht durch die Schwerter der Muslime getroffen wurde, zu einem, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn gelobt hat. Und das ist der Islam. Das ist der Islam. Der Islam löscht die gesamte Vergangenheit. Ganz gleich, welchen Zustand man vor dem Islam gehabt hat, wenn man den Islam mit Wahrhaftigkeit annimmt und mit Aufrichtigkeit annimmt und bereit ist, diese Religion zu praktizieren, wisse, Allah subhanahu wa ta'ala ist bereit, dir alle Sünden zu vergeben. Nur das, Abu al-Bara, höre zu. Und diese Sünden, die er dir vergeben hat, werden alle zu guten Taten umgewandelt. Ein Willkommensgeschenk von Allah an einem jeden wahrhaftigen, aufrichtigen. Wer auch immer diese Religion annimmt, so soll er wissen, Wallahi al-Azim, er ist von Anfang an ein Gewinner. Ich sage nicht danach, er ist von Anfang an ein Gewinner. Und so soll er auch ein Gewinner bleiben, damit er das Beste bei Allah subhanahu wa ta'ala yawmul qiyamah vorfindet. So wurde ihm klar, dass diese Quraishiten diesen und jenen Weg beschreiten. Also hat
der Gesandte sallallahu alaihi wasallam jetzt einen Plan geschmiedet, dass sie diese Karawane überfallen werden. Überfallen bedeutet nochmal, damit wir das richtig verstehen, dass sie sich einen Teil von dem wieder zurückholen, was ihnen zuvor genommen wurde. Haram, bei Allah nicht haram, sondern das war das, was ihnen zusteht. Und natürlich, liebe Geschwister, hat der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, weil er nicht wusste, dass er jetzt in den Krieg zieht, den Sahabern gesagt, wer von euch möchte, er kann mit uns hinausziehen, bedeutet zu dieser Karawane. Wie viele Leute kamen mit ihm mit? 319 in einer authentischen Überlieferung, in einer anderen authentischen Überlieferung 313. Beide Überlieferungen sind authentisch. Sie sind mit dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam mitgezogen, liebe Geschwister. Und unter diesen 319 oder 13 waren verschiedene Stämme. Und ihr solltet wissen, die Araber waren verschiedene Stämme gewesen. Und ein Stamm bedeutet nicht Religion. Ein Stamm bedeutet nicht Religion. Das ist ein Stamm. Ein Volksstamm, der nichts über die Religion aussagt. Diese Stämme waren teilweise früher sehr verfeindet untereinander. Aber wer hat ihre Herzen zusammengeführt? Allah subhanahu wa ta'ala. Warum? Weil sie alle danach ein Herz gehabt haben. Welches Herz? Das Herz von einem gläubigen, gottesfürchtigen Menschen. Du wirst niemals sehen, dass Leute, wenn sie für etwas anderes sich opfern, außer für Allah, für etwas anderes kämpfen, außer für Allah, für etwas, was ein Projekt beinhaltet, außer für Allah, du wirst sehen, dass diese Leute nicht zufrieden sein werden. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى. Er sagte das über die Leute, der Frevler, der Fussaq, der Übelstuenden. Er sagt, du denkst, sie sind eine Gemeinschaft. Du denkst, sie sind eine Gruppe, aber ihre Herzen sind verschieden. Warum kommen sie zusammen? Wegen einer Maslaha, wegen einem Nutzen. Aber sind ihre Herzen auch zusammen bei Allah? Nein, bei den Muslimen ist das etwas anderes. Ihre Herzen sind zusammengekommen, nachdem sie verfeindete Stämme gewesen sind, liebe Geschwister. Und natürlich, die Stämme waren unterschiedlich. Wir haben einmal die Muhajirun. Warum heißen sie Muhajirun? Sie heißen so die Auswanderer, weil sie aus Mekka kamen und alles gelassen haben in Mekka und ausgewandert sind zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Unter ihnen war eine beträchtliche Anzahl von diesen 319 Leute. Aber Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, er wusste, diese Leute haben schon alles geopfert. So haben sie es auch nicht schwer, nachdem sie schon ihre Heimat gelassen haben, sich jetzt dem Befehl des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu unterwerfen. Er wollte ein Zeichen von den Ansar. Ansar waren auch ein Riesenstamm. Denn viele Stämme haben sich unverzüglich bereit erklärt, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu folgen. Aber er wartete auf ein Signal von den Ansar, weil die Ansar waren schon in Medina und sie haben alles vorbereitet für die Muhajirun, für die Auswanderer. Und sie waren praktisch Leute, die bis jetzt noch nichts Richtiges opfern mussten. So hat Sa'd ibn Mu'adh, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wer von euch gibt mir einen guten Ratschlag. Wer von euch kommt zu mir mit offenen Armen? So hat Sa'd ibn Mu'adh, dessen Geschichte wir schon einmal erzählt haben, der Thron Allahs bebte, als Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu arda gestorben ist. Ihtazza arshu rahman li mauti Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu. Der Thron des Al-Abamas hat gebebt, als dieser großartige Sahabi zu Allah azza wa jal zurückgekehrt ist. Sa'd ibn Mu'adh, er stand auf und er hat gemerkt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf ein Signal von den Ansar wartet. Wir sind Ansar, wir sagen, wir sind mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber die Frage, was haben wir bis jetzt an Beweis vorgebracht, dass wir auch wahrhaftige Leute sind? Dann stand er auf und er sagte, o Gesandter Allahs, wir glauben an dich. Amanna bik. Und wir erklären dich als Wahrheit. وَشَهِدْنَا أَنَّ مَا جِئْتَ بِهِ هُوَ الْحَقُّ. Und wir bezeugen alle, dass das, womit du zu uns gekommen bist,
nichts anderes als die Wahrheit ist. وَأَعْطَيْنَاكَ عَلَى ذَلِكَ عُهُودَنَا. Und wir haben dir diesbezüglich ein Versprechen gegeben. عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَ. Dass wir dir gehorchen werden. So geh mit uns, wohin du willst, o Gesandter Allahs. Bei dem, der dich mit der Wahrheit entsandt hat, o Gesandter Allahs. Wir werden, wenn du sogar uns durch das Meer führst, dir hinterher schreiten, mit dir zusammenbleiben, wenn wir auch nicht wissen, wo unser Ausgang ist. Allahu Akbar. وَمَا نَكْرَهُ أَنْ يَلْقَانَ عَدُوُّنَا غَدًا. Und wir haben auch keine Scheu davor, dass wir morgen auf den Feind antreffen. Wir werden geduldig sein, wenn auch ein Krieg zustande kommt. Und wir werden wahrhaftig sein, wenn wir auf den Gegner antreffen. لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُرِيكَ مِنَّا مَا تَقَرُّ بِهِ عَيْنُكَ. Dass wir vielleicht einen Teil dazu beitragen können, wenn wir dich unterstützen, o Gesandter Allahs, dass du eine Freude bekommen wirst durch unsere Anwesenheit. Allahu Akbar. Fasir bina ala barakatillah. So geh mit uns hinaus mit dem Segen Allah subhanahu wa ta'ala. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam sich über diese Wörter von wem? Von Sa'd ibn Mu'adh gefreut hat. Denn liebe Geschwister, Bani Israel sagten zu Musa alayhi salatu wassalam genau das Gegenteilige. Als er sie aufgerufen hat, ihm zu folgen, dann sagten sie, geh du und kämpfe du und dein Herr. Wir werden hier bleiben. Schaut den Unterschied zwischen wahrhaftigen Herzen und Leuten, die, a'udhu billah, ihren Gesandten nicht gefolgt sind, ihm ungehorsam gegenüber gewesen sind, obwohl sie die Wunder mit ihm zusammen gesehen haben. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam war sehr erfreut über dieses Ereignis. Und subhanallah, ich möchte euch nur hier eine Frage stellen. Und ich spreche vor allen Dingen diejenigen an, die die Sahaba beschimpfen. Möge Allah azza wa jal diese Leute recht leiten. Diese Sahaba radiallahu anhum. Und ich gehe davon aus, dass manche Leute kein Wissen haben, welche Stellung die Sahaba haben. Aber höre diese Wörter von Sa'd ibn Mu'adh und schau auf die Taten der Sahaba. Abu Bakr al-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib und die großartigen Sahaba. Was haben sie alles für den Islam gemacht? Haben sie nicht geopfert? Haben sie nicht gekämpft? Haben sie nicht dem Propheten sallallahu alaihi wasallam all das gegeben, was sie besessen haben? Ihr gesamtes Vermögen? Haben sie nicht dem Propheten sallallahu alaihi wasallam Ungehorsamkeit geleistet, wie viele andere in der Menschheitsgeschichte vorher? Dann frage ich mich eine Frage. Wenn auch eine Person nicht die Stellung von den Sahaba kennt, was sagt ihr über solche Leute? Antwortet mir. Und ich spreche eine bestimmte Gruppe von Leuten an, die sich dem Islam zuschreiben. Ich frage euch und ich zeige mit dem Finger auf euch. Was sagt ihr über diese Sahaba? Hast du nicht die Rede gehört von Sa'd ibn Mu'adh? Wer ist wahrhaftiger als die Sahaba gewesen? Und die erklärt ihr zu Kuffar? Wallahi, schämen solltet ihr euch in Grund und Boden, dass solche Leute wie Abu Bakr und Umar und Uthman radiyallahu anhum ajma'in von euch als Kuffar erklärt werden. Ihr werdet sehen morgen, wer die Kuffar sind. Und ihr werdet sehen bei Allah azza wa jal, wer der Wahrhaftige ist und wer derjenige sein wird, der erniedrigt ist. Wie kann man solche Leute, die alles geopfert haben für den Islam, und wallahu a'lam, die Erde hat viel von ihrem Blut getrunken. Und wären diese Leute nicht wahrhaftig, wären wir heute keine Muslime. Habt ihr einmal darüber nachgedacht, o ihr, die ihr die Sahaba beschimpft, o ihr, die ihr sie zu Kuffar erklärt, wären diese großartigen Sahaba nicht gewesen und hätten ganze Städte und Länder erobert? Wo wären wir heute? Was wäre unsere Religion? Wo wäre unser Ausgang? Denkt doch einmal darüber nach und wisset, Allah ist bereit zu vergeben. Wenn du heute Allah um Vergebung bittest, wird er dir vergeben. Auch wenn du zuvor die Besten aller Sahaba beschimpft hast, Allah wird dir vergeben. Nur, du musst um Reue bitten. Du musst um Reue bitten und darfst niemals zu diesem Weg zurückkehren. Allahu Akbar. Hört, liebe Geschwister, wie die Sahaba radiallahu anhum mit den Gesandten sallallahu alaihi wasallam umgegangen sind. Abdullah ibn Mas'ud, er berichtet, Kunna yawma badrin. Kullu thalathatin ala ba'ir. Yawm Badr, am Tage von Badr. Und Badr, liebe Geschwister, damit ich das nicht vergesse, ist ein Ort,
der ungefähr, circa, legt mich nicht fest, 155 Kilometer von Medina entfernt ist. Ein sehr berühmter, bekannter Ort. Dieser Ort Badr, so waren die Sahaba radiallahu anhum auf dem Weg dorthin. Und Abdullah ibn Mas'ud, er sagte, jede drei Personen haben sich sozusagen ein Maultier geteilt. Ihr könnt auch sehen hier, dass die Muslime gar nicht auf den Krieg vorbereitet waren. Sie haben 70 Maultiere gehabt und zwei Pferde. Wer geht in einen Krieg mit zwei Pferden? Und damals wurden die Kriege mit Pferden geführt, mit Reittieren geführt. 70 Maultiere, subhanallah, für 319 Leute und zwei Pferde und Leute, die nicht bestens ausgerüstet waren. Das zeigt uns, dass diese Leute von vornherein nicht auf den Krieg vorbereitet waren, nicht den Krieg im Sinn gehabt haben. Was sagte Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu? Alle drei Leute haben sich ein Maultier geteilt. Und kana Abu Lubaba wa Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, es waren Abu Lubaba und Ali ibn Abi Talib, die sich auch ein Reittier mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam geteilt haben. Höre, dann sagten sie, wer Abu Lubaba und Ali ibn Abi Talib, sie sagten, faqala nahnu namshi ank, o Gesandter Allahs, reite du die gesamte Zeit und wir werden die gesamte Strecke laufen. Wir wollen nicht dieses Reittier in Anspruch nehmen, denn wir fürchten uns darum, dass du erschöpft wirst. Reite du und wir werden die gesamte Zeit mit dir laufend nebenan sein. Was sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zu ihnen? Er sagte, ma antuma bi aqwa minni. Ihr beide, ihr seid nicht stärker als ich. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat eine gewisse Stärke gehabt. Und wir haben schon darüber geredet, liebe Geschwister. Und hier sehen wir wieder mal ein wunderbares Beispiel. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam war kein Theoretiker. Es gibt viele Leute von bestimmten Religionsgemeinschaften, die erzählen den Leuten Macht und Macht und Macht und sie selber sind die Schlimmsten. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam war nicht so. Er sagte zu ihnen, ihr seid nicht stärker als ich. Ich bin in der Lage, ebenfalls zu laufen. وَلَا أَنَا بِأَغْنَى عَنِ الْأَجْرِ مِنْكُمَا. Und ich brauche den Lohn genauso wie ihr. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Und ich brauche den Lohn genauso wie ihr. Ich bin auch ein armer Diener. Ich brauche die Barmherzigkeit Allahs. Ich habe keinen Vorzug, dass ich ohne die Barmherzigkeit Allahs in das Paradies komme. Ich bin jemand, der auch Lohn wirtschaften muss bei Allah subhanahu wa ta'ala, damit er auch die Berechtigung hat, in das Paradies hereinzugehen. Subhanallah, hier sehen wir, er war auch ein wunderbares Vorbild. Deswegen haben die Sahaba ihn geliebt. Schaut mal, viele Könige haben immer Kriege geführt, aber sie waren gar nicht anwesend bei dem Krieg. Sie haben auf ihrem Thron gesessen und haben von dort die Truppen bewegt. Du gehst dorthin, du gehst dorthin. Und sie selber saßen auf ihrem Thron. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam war anders. Er war immer der Erste. Sallallahu alaihi wasallam. Und er hat gewusst, dass dieses, was er macht, einen gewaltigen Lohn bei Allah subhanahu wa ta'ala bringt. Und dann, liebe Geschwister, solltet ihr wissen, gab es Sahaba, sie wollten gerne mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam mitgehen, wie zum Beispiel Hudhaifa radiallahu anhu und sein Vater. Schaut, wie der Islam ist. Und ich spreche jetzt zu einer anderen Gruppe von den Muslimen, die genauso irregehend sind wie diejenigen, die wir schon zuvor angesprochen haben. Was sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zu Hudhaifa und seinem Vater radiallahu anhu? Er sagte zu ihnen, ihr habt den Quraschiten versprochen, dass ihr nicht gegen sie kämpfen werdet, also sollt ihr auch nicht an diesem Tag dabei sein, weil ihr euer Versprechen einhalten sollt. Allahu Akbar. Diese Qurayshiten haben ihnen alles Üble angetan. Sie waren der Grund, warum die Sahaba rausgegangen sind. Diese Qurayshiten waren der Grund, warum die Muslime kein Vermögen mehr hatten und warum sie all diese Last auf sich getragen haben. So könnte Hudhaifa kommen und sagen, ja Rasulallah, diese Leute, sie sind meine Feinde. Sie haben mir alles an Übel angetan. Heute ist der Tag der Rache. Was sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ihr habt es ihnen versprochen, ihr bleibt bei eurem Versprechen. Und das zeigt uns, dass es egal ist,
ob du ein Muslim oder ein Nicht-Muslim etwas versprichst, das zeigt diese Wahrhaftigkeit der Religion, dass du nicht einfach mit den Leuten spielen kannst. Subhanallah, wenn man überhaupt Nicht-Muslime betrügen könnte, sie übers Ohr hauen könnte, ihre Verträge brechen könnte, dann in so einem Fall. Was sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zu Hudhayfa und seinem Vater, radiallahu anhuma? Ihr bleibt da, ihr kämpft nicht mit. Schluss aus, fertig. Ahd. Das ist das, was die Gruppe, über die wir jetzt reden, nicht weiß. Nicht Muslim, Muslim. Es gibt Uhud. Es gibt Dinge, die man mit anderen Leuten vereinbart. Verträge zum Beispiel. Die bleiben, unabhängig davon, ob der andere, mit dem man einen Vertrag hat, ein Kafir ist oder nicht. Wenn man mündlich oder schriftlich einen Vertrag macht, alles. Die Sache steht bei uns im Islam. Weil das Wort von einem Muslim ist bindend. Binden. Der andere muss sich darauf verlassen können. Und da kann der Muslim nicht einfach dieses Wort wieder rückgängig machen. Subhanallah. Schaut die Weisheit vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam. An diesem Tag in der Schlacht von Badr verteilte er die Fahnen an verschiedene Stämme, damit kein Stamm, die zum Propheten sallallahu alaihi wasallam nah waren, die Befolger vom Propheten sallallahu alaihi wasallam waren, damit kein Stamm sagen konnte, warum bekommt er die Fahne und ich nicht. So gab er Mus'ab ibn Umair radiyallahu an, dem Muhajir, dem Auswanderer, eine Fahne. Und er gab Ali radiyallahu an eine Fahne. Und Ali war von den Qurayshiten. Und er gab Sa'd radiyallahu anhu arda ibn Mu'ad, der von den Ansar war, eine Flagge. Schaut die Weisheit. Weil das macht auch die Stämme stolz. Und subhanallah, diese unglaubliche Weisheit vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Stellt euch vor, er hätte zum Beispiel nur Ali radiallahu an die Fahne gegeben. Dann würden sie sagen, das ist sein Cousin. Das ist einer von seiner Familie, deswegen bevorzugt er ihn über uns. Aber nein, er gab sie sowohl Mus'ab ibn Umair radiallahu an und er gab sie auch Sa'd ibn Mu'ath. Damit diese Stämme nichts im Herzen bekommen. Und natürlich, sie waren repräsentativ für ihre Stämme, liebe Geschwister. Pharaon dieser Umma. Wer ist Pharaon dieser Umma? Abu Jahl. Abu Jahl wird genannt Pharaon dieser Umma. Er machte an diesem Tag vor der Schlacht von Badr Dua. Überlegt. Dieser Übelstunde, der Götzen angebetet hat, wusste aber auch, dass Allah existiert. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Und wenn du sie fragst, wen die Qurayshiten, wer hat sie erschaffen, dann sagen sie Allah. Er kannte Allah, aber was war das Problem von Abu Jahl? Er hat neben Allah, mit Allah, außer Allah, das ist der Schirk, möge Allah uns alle davor bewahren, neben Allah, mit Allah, außer Allah auch anderes angebetet. Er sagte sinngemäß, O Allah, derjenige von uns allen, der dafür gesorgt hat, dass unsere Verwandtschaft auseinandergeht. Weil Abu Jahl wusste, sie werden jetzt im Krieg auf ihre eigenen Söhne treffen, auf ihre eigenen Väter treffen, auf ihre eigenen Brüder treffen. Derjenige von uns allen, der dafür gesorgt hat, er meint damit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der dafür gesorgt hat, dass unsere Verwandtschaft auseinandergeht und derjenige, der etwas Neues gebracht hat, er meinte mit dieser Religion, vernichte ihn morgen bei der Schlacht. Vernichte ihn morgen bei der Schlacht. Ich will, dass du dir dieses Dua merkst. In der Tat, Allah hat dieses Dua erhört. Aber nicht Muhammad sallallahu alaihi wasallam starb. Was sagte er? Der dafür gesorgt hat, dass unsere Verwandtschaft auseinandergeht. Wer war der Übeltäter? Abu Jahl. Und wir hören danach, was für einen erniedrigten Tod er bekommen hat, liebe Geschwister. Subhanallah, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Reihen richtete, kam eine Person, sein Name war Sawad radiyallahu anhu arda, kam etwas aus der Reihe hervor. Das heißt, er stand ein paar gezählte Zentimeter vor den anderen Leuten. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn gepikst, dass er zurückgehen sollte. Dann sagte Sawad radiyallahu an, er sagte, Auja'tani ya Rasulallah, du hast mir wehgetan, o Gesandte Allahs. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam sinngemäß, räche dich an mir. Das heißt, nimm dir dein Recht von mir.
Dann verlangte Sawad radiyallahu anhu arda, dass er seine Kleidung hinwegnehmen soll, so dass der Bauch vom Propheten sallallahu alaihi wasallam sichtbar war. Und so hat er ihn umarmt, Sawad radiyallahu anhu arda, und er ließ seine Wange an die Haut, an den Bauch vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kommen. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Ma hamalaka ala hada? Was tust du da? Ich dachte, du wolltest dich rächen, das sieht nicht nach Rache aus. Dann sagte er: Inni al-ana muqbilun ala al-maut ya Rasulallah. Ich werde gleich sterben. Wir werden gleich in eine Schlacht ziehen, wo der Tod sehr nah ist. Fa'aradtu an yakuna akhir ahdi bid-dunya. So wollte ich, dass das Letzte ist, was ich in der Dunya mache, dass ich deine Haut anfasse, O Gesandter Allahs, dass ich deinen Körper berühre. Und alles vom Propheten sallallahu alaihi wasallam war gesegnet, denn er war nicht irgendeine Person, er war der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam. Schaut, liebe Geschwister, welch großartiges Ereignis passiert ist, bevor die Sahaba radiallahu anhum mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam in die Schlacht gezogen sind. In der Nacht davor haben sie so tief geschlafen. Ihr müsst euch vorstellen, wie wird eine Person schlafen, der weiß, dass am nächsten Tag eine Schlacht bevorsteht, wo er eventuell dabei draufgehen könnte. Allah hat das so bestimmt, um ihnen Stärke zu geben, um sie ausgeruht in die Schlacht eingehen zu lassen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ. Gedenkt den Tag, o ihr Sahaba, als euch der Schlummer überkam, der Schlaf überkam, und wie das für euch Ruhe und Sicherheit vor ihm war. So ließ Allah Regenwasser vom Himmel auf euch herabkommen, um euch damit zu erfrischen, zu reinigen. Und er ließ die Unreinheit von Shaitan von euch hinwegnehmen. Und er hat eure Herzen gestärkt und die Erde unter euren Füßen gefestigt und euch Halt gegeben. Warum dieses Regenwasser? Ihr solltet wissen, als die Sahaba radiallahu anhum eingeschlafen sind, gab es manche, die einen feuchten Traum gehabt haben. Und so mussten sie sich waschen. Denn der Shaitan ist zu ihnen gekommen und er sagte zu ihnen: Wie könnt ihr in diese Schlacht herausgehen, während ihr Junub seid, während ihr im Zustand der Unreinheit seid? Stellt euch vor, ihr stirbt in so einem Zustand. So wird das eure Genüge vor Allah sein. So werdet ihr so zu Allah zurückkehren in so einem Zustand. Und die Sahaba, sie haben sich Gedanken gemacht: Wie können sie sich von dieser Unreinheit, wie können sie sich von dieser Unreinheit befreien? So hat Allah Azza wa Jal Regenwasser herabkommen lassen. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Und ihr wisst, liebe Geschwister, in bestimmten Gebieten, wenn es regnet, dann tröpfelt es nicht wie hier in Deutschland, sondern es entstehen manchmal ganze Landschaften von Flüssen nur durch einmal Regen. Und so konnten sie sich waschen, die Sahaba radiallahu anhum, und damit wurde ihnen auch diese Waswas, diese Einflüsterung hinweggenommen von Allah subhanahu wa ta'ala. Überlegt mal, welche Barmherzigkeit das von Allah subhanahu wa ta'ala war. Sie konnten schlafen, obwohl am nächsten Tag die Schlacht war. Wie wird jemand schlafen, wenn er weiß, am nächsten Tag gibt es einen Krieg, in dem er herauszieht? Allah subhanahu wa ta'ala hat ihre Herzen in der Hand. Und an diesem Tag hat Iblis seine List vollzogen, seinen Plan vollzogen. Er ist am Tag von Badr, liebe Geschwister, in eine Armee von Shayatin gekommen. Er ist mit einer Armee von Shayatin gekommen. Und er hatte eine Flagge bei sich, wie Ibn Abbas radiallahu anhu erzählt. Diese Überlieferung enthält etwas Schwäche, aber die Ayah bestätigt das. Er kam in der Gestalt von einem Mann. Und dieser Mann war Saraqa ibn Malik. So sagte dieser Shaitan zu ihnen, der in der Gestalt von einem Mann kam: Keiner unter den Menschen soll heute etwas gegen euch ausrichten können. Ihr seid die Stärksten und ich bin euch ein Helfer.
Und als die Menschen sich dann in Reihen aufgestellt haben von den Muschrikun, von den Götzendienern, nahm der Gesandte sallallahu alaihi wasallam eine Handvoll Erde und warf sie in die Gesichter der Götzendiener. So sind sie fliehend zurückgekehrt. Das heißt, sie sind abgehauen vom Krieg. Und Jibril kam zu Iblis. Jibril alaihi salam kam zu Iblis, la'natullah alaihi. Und seine Hand war in der Hand eines Götzendieners. Das heißt von Shaitan, die Hand war in der Hand von einem Götzendiener. So riss er seine Hand an sich und flüchtete mit seiner Gruppe. Wer ist Shaitan? So sagte der Mann, der mit Shaitan zusammen war, oh Saraka, weil er dachte, er wäre Saraka. Du behauptest, du bist uns ein Helfer? Schaut, was die Antwort von Shaitan war. Er sagte Shaitan zu ihnen, ich habe nichts mit euch zu tun. Ich sehe, was ihr nicht seht. Ich fürchte Allah und Allah ist streng im Strafen. Und dies sagte er, als er die Engel sah. Denn Allah Azza wa Jal schickte eine ganze Horde von Engeln. Subhanallah, Subhanal Malik. Höre diese Ayah. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمِ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. Allah sagt in der Ayah, Satan ließ sie ihre Taten schön finden und sagte ihnen, kein Mensch kann euch heute besiegen. Ich stehe als Helfer mit euch. Als beide Gruppen von den Soldaten dann zu sehen waren, machte er kehrt, er ging weg und sprach, ich habe mit euch nichts zu tun. Ich sehe, was ihr nicht seht. Ich fürchte mich vor Allah. Allah bestraft sehr hart. Das ist Shaitan. Das ist das Versprechen von Shaitan. Subhanallah. Und Al-Hassan überliefert, radiyallahu an, dass er sagte, Iblis ging mit den Götzendienern am Tage von Badr mit seiner Flagge und seiner Armee und er legte in die Herzen der Götzendiener, dass keiner euch besiegen wird und ihr kämpft für die Religion eurer Väter und ihr werdet nicht wegen einer Mehrzahl besiegt. Das heißt, wegen eurer Mehrzahl werdet ihr nicht besiegt werden. Als sie sich dann trafen, da wandte er sich auf seinen Fersen um und er sagte, ich habe nichts mit euch zu schaffen. Ich sehe, was ihr nicht seht. Damit meinte er die Engel. Subhanallah. Und wir werden zu den Engeln kommen, liebe Geschwister. Unter den Arabern war es bekannt, dass bevor sie eine Schlacht geführt haben, sie Leute vorgeschickt haben, die den Einzelkampf vollzogen haben. Warum? Um diejenigen zu motivieren, die hinter ihnen stehen. Und an dem Tag von Badr kämpften auf der Seite der Mushrikun Utba und Shayba ibn Rabi'a. La'natullah alayhima. Und Walid ibn Utba. Das waren die Leute, die vorgekommen sind, um den Einzelkampf mit ebenfalls drei Muslimen zu führen. Wer war auf der Seite der Muslime? Hamza ibn Abdul Muttalib, radiyallahu anhu arda. Und Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu arda. Und Ubaidah ibn al-Harith. Vielleicht kennen ihn nicht so viele, das war der Cousin vom Propheten sallallahu alayhi wa sallam. Alle von der Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Schaut, was Abu Zumail radiallahu anhu sagte. Er berichtet, dass Ibn Abbas berichtete, dass Umar ibn al-Khattab berichtete, am Tage von Badr schaute der Gesandte sallallahu alaihi wasallam zu den Götzendienern. Sie waren 1000 Mann. Sie waren 1000 Mann. Ursprünglich waren sie, liebe Geschwister, 1300. Aber 300 haben sich vom Krieg entfernt. Als sie gehört haben, es geht um Krieg und es geht um Mord, haben sie sich entfernt. Und während seine eigenen Gefährten vom Propheten sallallahu alaihi wasallam nur 319 Mann waren, hier haben wir diese Zahl, da wandte sich der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Richtung der Qibla. Allahu Akbar. Höre, was er für ein Dua gesprochen hat. Er bat Allah subhanahu wa ta'ala auf demütigste Art und Weise. Er sagte, O Allah, gebe mir das, was du mir versprochen hast. O Allah, gebe mir das, was du mir versprochen hast. O Allah, wenn du diese Muslime heute zugrunde gehen lässt, sie verlieren lässt im Krieg, dann wirst du nicht auf der Erde mehr angebetet werden. Und er rief Allah subhanahu wa ta'ala mit ausgestreckten Händen so lange in Richtung der Qibla, bis sein Gewand von seinen Schultern rutschte. Da kam Abu Bakr zu ihm und legte sein Gewand wieder über seine Schultern und blieb hinter ihm. Das heißt, blieb hinter dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte, O Prophet, du hast genug deinen Herrn angerufen.
er wird dir das geben, was er dir versprochen hat. Daraufhin sandte Allah subhanahu wa ta'ala die Ayah, da ihr zu eurem Herrn um Hilfe rieft und er euch erhörte und versprach, ich will euch mit 1000 Engeln nacheinander kommend beistehen. Höre diese Ayah. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدَفِينَ. Ich werde euch mit 1000 Engeln stärken. Subhanallah. Und so haben die Engel im Krieg mitgekämpft. Was berichtet Abu Sumail weiter? Er sagt, während an diesem Tage einer der Männer der Muslime ein Götzendiener vor sich verfolgte, hörte er über seinen Kopf einen Peitschenschlag. Und die Stimme des Reiters sagte, los, pretsche einen auf ihm. Daraufhin blickte er, der Muslim, auf den Götzendiener vor sich und sah, dass dieser auf den Boden stürzte. Er blickte ihn an und sah Spuren eines Schlages auf dessen Nase und dessen Gesicht war gespalten wie von einem Peitschenschlag. Dann wurde er ganz grün, der Ansari, das heißt der Muslim, der einer der Ansar aus Medina war. Er erzählte das daraufhin den Gesandten sallallahu alaihi wasallam, woraufhin dieser zu ihm sagte, du hast die Wahrheit gesprochen, dies gehört zur Hilfe des Himmels. Dies sagte er dreimal. An diesem Tag töteten die Muslime 70 Mann von den Götzendienern und nahmen 70 weitere gefangen. Innahu ala kulli shay'in qadir. 319 Mann kämpfen gegen die dreifache Anzahl. Jeder, der etwas Verstand besitzt, würde dir sagen, dieser Krieg ist verloren. Jeder. Und wie waren die Muslime ausgerüstet? Das kommt noch hinzu. Und wie waren die Götzendiener ausgerüstet? O Diener Allahs, lerne endlich eine Sache. وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Der Sieg ist nur von Allah. Die Anzahl spielt keine Rolle. Die Art der Waffen, die der Feind besitzt, spielen keine Rolle. Was soll ein Schwert gegen einen Engel ausrichten? Was? Was soll eine Kalaschnikow gegen einen Engel ausrichten? Was soll ein Kampfflugzeug gegen einen Engel ausrichten? Subhanallah. Die Köpfe flogen von den Götzendienern und niemand wurde gesehen. Ihr müsst euch dieses Bild mal vorstellen. Was für ein Iman, was für ein Glauben haben die Sahaba danach gehabt? Sie konnten nicht glauben, was sie mit ihren eigenen Augen vor sich gesehen haben. Allahu Akbar. Allah ist in der Lage, den Muslimen zu helfen. Warum hat er den Gläubigen geholfen? Schaut, ich will euch auch nur ein kurzes Beispiel bringen. Uhud, wir werden später dazu kommen, die Schlacht wurde verloren von den Muslimen. Warum hat Allah in der Schlacht von Uhud keine Engel geschickt? Weil es Leute unter den Sahaba gab, die sich dem Befehl des Propheten sallallahu alaihi wasallam widersetzt haben. Und ich stelle dir nur eine Frage, wie vielen Befehlen wir Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, von dieser geehrten Umma, wie viele Befehle missachten wir? Und da wunderst du dich, dass Allah nicht die Engel zu uns schickt. Die Sache liegt auf der Hand. Es liegt an uns, nicht an Allah. Allahs Soldaten sind viele. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ. Niemand kennt die Anzahl der Soldaten Allahs, außer ihm. Niemand weiß, was die Anzahl der Engel ist, liebe Geschwister. Und ich möchte beenden mit einem Vorzug, was diese Leute, die in der Schlacht von Badr bekommen haben, von Allah subhanahu wa ta'ala, für uns bedeutet. Und wehe uns, dass wir solche Leute beschimpfen, wie manche Abgeirrte das heutzutage machen und sie sogar zu Kuffar erklären. Die Muslime, die bei der Schlacht in Badr gekämpft haben, gehörten zu den besten Muslimen. Höre das nochmal. Gehörten zu den besten Muslimen. Und ebenso waren es die besten Engel, die bei der Schlacht in Badr gekämpft haben. Allahu Akbar. Der Engel Jibril, er kam zum Propheten sallallahu und fragte ihn, zu was zählt ihr die Leute von Badr? Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortete, zu den besten Muslimen. Zu den besten Muslimen. Daraufhin sagte Jibril alaihi salam, und ebenso
verhält es sich mit den Engeln, die bei Badr dabei waren. Allahu Akbar. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte in einer authentischen Überlieferung bei Bukhari und Muslim: La'alla Allah taba'a ala ahli Badrin faqal, i'malu ma shi'tum, qad ghafartu lakum. Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu den Sahaban: La'alla Allah ittala'a ala ahli Badr. Allah schaut auf die Leute von Badr, die bei der Schlacht dabei waren, und er sagt zu ihnen: Tut, was auch immer ihr tun wollt, ich habe euch schon alles vergeben, was ihr an Schlechtem macht. Heißt das, dass die Sahaba dadurch, nachdem sie dieses von Allah subhanahu wa ta'ala als frohe Botschaft übermittelt bekommen haben, dann auch wirklich getan haben, was sie wollten? Nein, Allah wusste, zu wem er spricht. Und subhanallah, es ist wallahi verwunderlich, dass alle Leute, die das Paradies versprochen bekommen haben hier auf Erden, und wir wissen, das waren einige Sahaba, sie sind danach noch eifriger in ihrer Religion gewesen. Stell dir vor, du bekommst von einem Propheten hier die Offenbarung, dass du im Paradies bist. Was wirst du machen? Der erste Anruf wird im Reisebüro sein: Ich möchte ein Flugticket in die Malediven. Dann wirst du dorthin reisen mit einem Schirmchen drin und einer Kokosnuss und du wirst das Leben genießen, wie auch immer. Aber diese Sahaba waren anders. Als sie diese Botschaft bekommen haben, so sind sie noch eifriger geworden. Sogar sagte Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, und damit schließe ich ab, er sagte, weil er Angst hatte vor der Strafe Allahs, dass sie ihm heimsucht, er sagte: Wallahi, selbst wenn ich mit einem Bein in Al-Jannah, im Paradies, eingehe, so fürchte ich, dass die Strafe Allahs immer noch über mich kommen kann, bevor nicht auch mein anderer Fuß in Al-Jannah eingegangen ist. So waren diese Leute, sogar nachdem sie diese frohe Botschaft bekommen haben, dass sie das Paradies bekommen. Möge Allah Azza wa Jal uns mit diesen großartigen Gefährten und Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yawm al-qiyamah versammeln. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Respekt geben vor diesen Leuten und dass wir sie akzeptieren und dass wir zufrieden sind mit ihren Taten, wie Allah auch mit ihnen zufrieden war. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa barak lau fikum wa jazakum la khairan, liebe Geschwister.